Hallo oder terve auf Finnisch. Heute ist 5. Februar und wir haben hier Runebergstag. Johann Ludwig Runeberg war ein Dichter, Schriftsteller, Lehrer, Journalist und er war sehr berühmt schon in seinem Lebenszeit. Und für seine Ehre essen wir heute Runebergstorte. Und weil er so viel mit der Sprache beschäftigt war, denke ich, dass es ist eine sehr gute Sache, dass wir oder dass ich heute von der finnischen Sprache spreche. Also wer Finnland verstehen will, hat schnelle oder später etwas mit der Sprache zu tun. Und die Frage ist natürlich, ist es wirklich so schwierig? Und meine Antwort ist, nein, ist es nicht. Es gibt in der Welt viele schwierigere Sprachen, zum Beispiel Chinesisch oder Albanisch oder vielleicht Ungarisch. Und finnische Sprache ist sehr logisch. Es gehört zur finno-ugrischen Familiengruppe, also zusammen mit zum Beispiel Ungarisch und Estnisch und kleine Minoritätensprachen in Russland, zum Beispiel Mari und Hanti und Vepsä, also sehr kleine Sprachen. Und weil wir sind in der andere Sprachfamilie, wie zum Beispiel Deutschen und Schweden, ist es uns schwierige europäische Sprachen manchmal perfekt zu sprechen. Wahrscheinlich habt ihr das schon gehört, von meiner Sprache auch. Es tut mir leid. Und deswegen zum Beispiel Schweden sprechen so schön und gut Deutsch, weil sie haben ganz viele Ähnlichkeiten damit und ich bin ganz überrascht gewesen, dass auch mein Schwedisch ist besser geworden, als wir in Deutschland gewohnt haben. Also wir alle müssen Schwedisch in der Schule lernen und alle nicht freiwillig und auf jeden Fall hat das mir viel in Deutschland geholfen. Unsere Herausforderungen sind vielleicht, dass wir haben so gesagt Hochfinnisch und dann Umgangssprache oder wir sagen Alltagssprache. Und die können ganz anders sein, aber das ist nicht unik. Ich lerne auch persische Sprache und dort gibt es auch so. Und wir haben mehrere Dialekte, 7 oder 8 Hauptdialekte. Es hängt davon ab, wie das gerechnet wird und dazu lokale Dialekte und insgesamt bedeutet das 34 oder 35 Dialekte. Also unsere Sprache ist sehr, sehr reich. Ich mache immer bestimmte Fehler in meinem Deutsch und das hat etwas mit meiner Muttersprache zu tun, natürlich. Zum Beispiel, wir haben kein Artikel und auch unsere Substantive haben keine, sagt man, Geschlechte, also kein Feminin, kein Maskulin, kein Neutrum, wir haben einfach ein Form. Und das ist natürlich sehr praktisch. Und auch, wir haben kein er oder sie, sondern nur ein hen. Und sehr wenige Präpositionen oder Postpositionen. Wir machen solche Ausdrücke mit Endungen. Zum Beispiel sagen wir, dass wir nicht im Auto sind, sondern Autossa oder
wenn ich bald raus vom Auto gehe, gehe ich weg von Autosta. Und das kann, das kann etwas Besonderes sein. Aber ich habe auch gute Nachrichten. Also wie schon gesagt, ist die Sprache sehr logisch. Und es gibt ein paar Tipps, wenn Deutschsprechende das kennen, kann man Texte einfach gut und sehr verständlich sprechen. Also jede Buchstabe wird gesagt. Und das heißt, dass zum Beispiel ich mache meine Videos mit Huawei-Telefon. Auf Finnisch sagen wir Huawei, weil dort am Ende E und I sind. Und andere Besonderheit oder was die Sprache zu sprechen oder Texte zu lesen einfach macht, ist, dass die Betonung ist immer auf der ersten Silbe. Egal ob ein Wort 2 Meter lang ist, immer auf der ersten Silbe. Zum Beispiel, ich liebe dich, ist auf Finnisch, minä rakastan sinua. Und ich bin jetzt in solcher Stelle, dass ich habe hier ein paar Beispieltexte und ich gehe jetzt draußen und lese die und leider habe ich meine Mütze zu Hause vergessen. Also ich hoffe, dass ich nicht friere. Es ist 15 Grad wieder und es wird nächste Woche noch kälter, aber ich mache das kurz und knackig. Also, hier ein Schild und das sagt Laajalahdentie. Laajalahdentie. Und jetzt, dort gibt es ein Text, was etwas Kaufmännisches von Koli sagt. Und das werde ich auch lesen. Und übrigens, ich finde es immer lustig, wenn es kalt ist, die Schritte auf der Schnee machen so eine lustige Geräusch und je kälter, desto schöner. Und hier ganz viel Schnee auf dem Dach und es ist eine Gefahr, dass der Dach einfach runter wird. Aber jetzt hier sagt man so. Ainutlaatuinen Koli. Yhdistelmä kansainvälisesti tunnettuja luonto- ja kulttuuriarvoja sekä laadukkaita monipuolisia matkailupalveluja. Upea paikka matkailla, asua ja yrittää. Tervetuloa Kolille. Und etwas wunderbares, ein anderes Auto. Wow! Okay, das war alles heute. Bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende.